Wiem cię! Mauern durchbrochen. Aber wir können sie noch vertreiben. Zurück in die Festung zu gelangen wird schwer.
Nimm den Mut. Oh. Lass mich gehen. Ich verrate den Zustand. Hilf! Hilf dir nicht! Sei ja am Burgfried. Leg ihm hart hin.
Dschungel! Stellt euch! Der Geist! Khotun wird mich für euren Kopf belohnen! Ich bin Jin Sakai. Und ich habe Männer wie euch überall auf unserer Insel getötet. Euer Blut wird die Insel tränken! Verlasst Tsushima jetzt! Dann zeige ich vielleicht Gnade. Yarikawa wird brennen! Ihr habt Männer in vielen Ländern getötet, Temujin. Aber hier sterbt ihr. Geist Cybersack! Prost weiter, Kyuben! Gustus Lambay, Kamgas! Eindringlinge, seht euch euren General an. Flieht! Sonst ist dies euer Schicksal. Bürger von Yarikawa, jagt jeden Mongolen bis zum Letzten. Verschont niemanden! Für Yarikawa! Fürst Sakai wird euch besiegen. Meld sie nieder! Holt euch ihre Köpfe! Für den Geist! Drängt sie zurück! Für den Geist, der Geist! Lauf, Feiglinge! Yuna! Eure Stadt ist gerettet. Jetzt helfen wir Fürst Shimura, unsere Insel zu retten. Wir sind keine Soldaten. Wer tötete diese Mongolen? Wer trotzte ihrer Belagerung? Wer rettete Yarikawa! Wir! Ihr könnt nicht einfach hier warten, bis die Mongolen es erneut versuchen! Ihr sagt, ihr seid keine Soldaten. Doch ihr seid Krieger! Wir können die Invasoren besiegen und unsere Heimat retten. Doch nur, wenn wir zusammenstehen!
schwächten Generäle. Meine Männer halten ihn langsam für unbesiegbar, beweist ihnen das Gegenteil. Die Belohnung für Jens Kopf ist mir egal. Macht ihr euch denn nichts mehr aus euren treuen Strohhüten? Jin ist der beste Schwertkämpfer der Insel. Meine Männer können ihn nicht töten. Es gibt viele Wege, einen Feind auszuschalten. Findet einen anderen. Und wenn wir ihn gar nicht töten müssten? Es ist entschieden. Yarikawa wird für uns kämpfen. Doch habe ich noch Pflichten, bevor wir Fürst Shimuras Burg zurückholen. Sehr gut, Kage. Fürst Sakai! Benji, was tut ihr da? Ihr seid auf eine grandiose Gelegenheit gestoßen, mein Herr. An dieser Straße liegt ein feindliches Lager voller Nahrung, Kleidung und Medizin für Dutzende Menschen. Hunderte. Und die Mongolen sind ausgeflogen. Eine reife Pflaume, die gepflückt werden will. Und was verschweigt ihr mir? Die Situation ist ganz einfach. Keine Mongolen, viele Vorräte. Wir bedienen uns, um dem Volk zu helfen. Möglicherweise kommt ihr was Gutes dabei heraus. Ich folge euch. Ich wusste, ihr würdet verstehen, Fürst Sakai. Wie habt ihr dieses Lager gefunden? Ich folge diesen Kerlen schon eine Weile. Sie sind so arrogant, dass sie ihr Lager während Raubzügen unbewacht lassen. Auf wen habt ihr an der Straße gewartet? Wer, ich? Auf niemanden. Ich war unterwegs zum Lager, als ihr vorbeikamt. Ein paar Überlebende haben bei der Yarikawa-Festung Zuflucht gesucht. Sie brauchen Vorräte. Genau solchen Leuten versuche ich zu helfen. Was habe ich euch gesagt? So schön, dass man weinen möchte. Seht euch um. Nehmt, was ihr tragen könnt. Hier ist reichlich Essen. Fisch, Gemüse, Reis und Hirse. Japanische, nicht mongolische. Sie finden Gefallen an unserer Küche. Kleidung, Leder, Seide, Holz. Damit könnten wir vielen Menschen helfen. Ich hab doch gesagt, ist eine gute Idee. Kenji, hier drüben sind Essen und Medizin. Ein Sake-Fass. Wisst ihr etwas darüber, Kenji? Glaubt ihr, ich bin der Einzige auf der Insel, der den Mongolen Sake verkauft? Ja. Mein Herr, das betrübt mich. Irgendetwas von Wert hier? Edle Metalle, seltenes Holz, ein schöner Teppich. Wie wäre es mit Essen?
Beispielsweise für Menschen, die einen Krieg überleben wollen. Oh, natürlich, das auch. Ich habe schon in der Jurte nachgesehen. Da ist nichts, nur Plunder. Kenji, ich bring dich um! Wer seid ihr? Der Mann, der Kenjis Leben ein Ende setzt. Du hast mich dem Tod überlassen. Nein, gar nicht wahr! Ich habe Hilfe dabei. Das ist Fürst Sakai. Auch bekannt als Sagt der Geist. Sagt dir jemand, was hier vor sich geht? Jetzt! Kenji hat mich in die Falle laufen lassen. Das war keine Falle! Die Mongolen sollten für das ganze Zeug hier bezahlen. Taten sie aber nicht. Und dann haben sie meinen Freund Natu als Geisel genommen. Sie sollten für das hier bezahlen? Hört ihr? Sie kommen zurück! Bitte, schneidet mich los! Wo habt ihr diese Vorräte her? Wir haben sie Strohhüten gestohlen. Fürst Sakai, könnt ihr die Mongolen ablenken? Damit ihr fliehen könnt? Nicht ganz. Ich habe eine Idee. Vertraut. Schluss mit den Ideen, Kenji. Nehmt euren Freund und geht. Chinharu! Hier bin ich! Kenjis Freund, ihr könnt rauskommen. Es ist sicher. Hier drüben! Wir sind eingesperrt! Wir dachten, hier drin wäre es sicherer. Dann fiel das Schloss zu. Danke, Fürst Sakai. Ja, hab Dank! Ihr wisst, was jetzt passiert. Ich rolle dieses Sake-Fass bis ganz nach... Kenji, ich glaube, er ist wütend. Fürst Sakai! Wir hatten immer die Absicht, unsere Güter mit bedürftigen Überlebenden zu teilen. Im Lager außerhalb von Yarikawa. Sammelt alles, was ihr könnt. Und wenn ich dieses Lager besuche, wird es vor Essen und Medizin aus allen Nähten platzen, richtig? Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Eine schlechte Idee. Warum schlecht? Hat doch perfekt funktioniert. Das nennst du perfekt? Die Mongolen sind tot. Die Strohhüte sind tot. Und wir haben, was wir wollten. Die Überlebenden und die Yarikawa haben doch, was sie wollten. Höher!
Leiter. Chamagach Dulu! Uru!